Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu... Oh scheiße, ich bin noch in den Options, warte mal. Hotel Renovator. Ja, genau, ich muss erstmal den Sound ausmachen, weil die Musik nervt. Ja, eigentlich zwar nice Musik, aber egal. Wir machen direkt ein neues Spiel. Oh, eine Taube. Sieht man eigentlich diesen Mauszeiger? Ah ja, sieht man, okay. Irgendwie habe ich jetzt aber gar keine Sounds mehr. Oh. Okay, also das ist scheinbar unser Hotel. Kopfhörer auf. Und ja, Lava, los geht's. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus, Alter? Oh Gott. Reinstes Chaos, Junge. Das ist ein Huhn. LOL! Was muss ich machen? Ach eh, für sie, um sie zu nehmen. Hä? Ich kann sie nicht nehmen. Ach, mit F, oh Gott. LOL. Und jetzt? Ich soll sie aus dem Fenster schmeißen? Also wahrscheinlich aus dem hier hinten. Ja, verpiss dich, Junge. Ja, alles klar, Junge. Welcome to Hotel Renovator. Demo-Version. Aber wieso habe ich jetzt keine Sounds mehr? Warte mal. Ach, ich bin auch ein Idiot. Ich habe das Master Volume runtergedreht. Oh Gott. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier das erstmal. Aber verpiss dich, ich kann nicht lesen. All to sell. Warte mal. Hä? Ach, all to sell. Ja, ja, verkaufen wir, oder? Wir kaufen einfach alles hier. Alles, was wir noch können. Okay, also wir müssen jetzt hier rein. Und scheinbar kommt jetzt hier irgendwie ein Filmteam und. Will einen Film machen, Alter. Oh. Oh, nice. Alles zerstören. Ja. Ja, dumm gelaufen, Alter. Okay, ich zerstöre hier erstmal alles und reiß mal den Boden und die ganzen Wände raus. Oh Gott, Alter. Ich mach das mal, Leute. Bis später. Oh mein Gott, lol, guck mal, was ich gerade herausgefunden habe. Alter, das geht ja viel schneller. Oh Gott, Leute, guckt euch mal das Badezimmer an. Boah, sieht das hässlich aus, Alter. Disgusting, erstmal alles zerstören hier. Let's go. Alter, ich mache hier alles kaputt, Junge. Okay, Leute. Das ganze Hotelzimmer ist jetzt clean. Also nirgendwo ist mehr irgendwas. Alles rausgerissen. Okay, jetzt müssen wir aufwischen. Genau, mit dem Wischmob. Müssen wir jetzt erstmal alles sauber machen. Das, ja, mache ich kurz. Alter, müssen wir das danach bei jedem Hotelzimmer machen? Das ist ja übel nervig. Oh Gott. Okay, sagt jetzt etwas Modernes, aber ich habe jetzt mehr an etwas Altmodisches gedacht. So richtig holzmäßig halt. Finde ich persönlich schöner. Ja, mal gucken. Mal gucken, was es so gibt. Aber erstmal müssen wir noch kurz diese hier zerstören. Das hat auch nicht mehr Schmutz gemacht, zum Glück. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Erstmal Boden. Und zwar würde ich hier gerne Wooden Floor, genau. Was nehmen wir denn da für ein schönes Holz? Was passt da am besten rein, ist die Frage. Sowas? Komm, wir machen jetzt einfach so einen Boden. Kann ich den hier... Okay, ja, das kann ich so wie zeichnen hier alle. Okay, dann mache ich hier mal den ganzen Boden voll. Wobei, wollen wir am Boden nicht Teppich haben? Das wäre doch eigentlich geiler, oder? Ach komm, warte mal. Ich mache gleich Teppich, aber... Warte mal, hier. Carpets. Da würde ich... was würde ich da nehmen? Einfach einen ganz schlichten... Wie kann ich denn die Farbe ändern? Oh, okay, ich würde aber tatsächlich einen roten Boden nehmen. Sieht das sick aus? Warte mal. Ja, doch, das sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, ja, das machen wir so. Okay, dann mache ich jetzt mal noch mehr von dem und... Ja... Ah, okay, das können wir auch... Ah, nee, scheiße, das müssen wir wieder wegreißen. Naja, egal, was soll's. Dann mache ich jetzt den Rest erstmal alles voll und dann sehen wir uns, wenn... Ja, das hier wieder weg ist.
Oder alles voll ist, keine Ahnung, Alter. Okay, Leute, das ganze normale Zimmer ist jetzt voll. Und ich habe mich jetzt hier einfach so für ganz normale Keramikfliesen entschieden. Ich glaube, das kommt am besten. Okay, guck, hier ist jetzt auch alles roter Teppichboden. Genau. Perfekt. Okay, dann, was machen wir jetzt für Wände? Da nehmen wir auf jeden Fall Holz. Boah, ich würde halt fast so irgendetwas nehmen. Ich finde das halt schon fast am geilsten, Alter. Denn wirklich etwas Geileres gibt es nicht, deswegen würde ich einfach das hier nehmen. Was passiert hier? Ja, okay, tja, so gut sieht es jetzt auch nicht aus. Gut, to be honest, das andere Zeug sieht jetzt auch nicht wirklich geiler aus. Wir könnten das sonst auch einfach anmalen. Aber das wäre auch ein bisschen lame. Ach komm, scheiß drauf, wir beenden das jetzt, was wir angefangen haben. Ja, dann wird das schon passen. Okay, sieht so... Oh Gott, nee, nicht das Brecheisen. Sieht doch... Halt die Schnauze. Auf jeden Fall ist es hier nicht mal... Also ist es besser gekommen, als ich dachte. Wir müssen aber natürlich auch noch im Badezimmer. Erstmal kurz gucken. Aber im Badezimmer will ich auch einfach für die Wände... Achso, warte, das ist jetzt Boden. Ich wollte aber Wände. Walls. Ich würde tatsächlich auch hier einfach wieder Keramik nehmen. Nee, komm, wir machen das auch einfach ganz classic. Muss ja nicht schön sein oder so. Können wir die Decke eigentlich auch wieder irgendwie schöner machen oder so? Oh, da habe ich was vergessen, warte mal. Okay. Ja, ist also jetzt mal möglich. Können wir nicht die Decke auch noch irgendwie? Nee, geht nicht. Naja, scheiß drauf. Ja, sehe ich auch so. Warte mal. Okay, wir müssen das jetzt erstmal einrichten. Das heißt, wir kaufen uns... Ist da nicht noch andere Betten? Ah doch, okay, aber die kann ich noch gar nicht alle auswählen. Wir können auch nur Einzelbetten nehmen. Ich finde aber das hier sieht nice aus. Wie kann ich das denn drehen, Alter? Bin komplett lost. Ach so, mit Q und E. Okay, ich würde einfach sagen, wir machen immer hier so ein Bett. Und, ja doch, und hier so circa. Genau, dann kommt hier so ein, warte mal, ein Tisch. Was gibt's hier für geile Tisch? Oh. Machen halt alles so ein bisschen oldschool, okay? Das hat jetzt einfach fast keinen Platz mehr, Junge. Zack. Ja, passt. Coffee Tables. Das wäre hier dann so ein kleiner Tisch für... Ja, Nachttisch halt. Alter, ich bin komplett lost, Junge. Ah ja, aber das Spiel macht richtig Bock. Ich könnte mich daran gewöhnen, Junge. Ne, wir machen... Wenn schon, machen wir einfach so einen Sessel hin. Auch so ganz classic. Hier oben so in die Ecke. Aber hat der noch Platz hier? Ne, oh Gott, Alter, was war das? Warte mal, können wir den Tisch noch umstellen? Ah ja, okay, warte mal. Stellen den kurz nach da hinten. Hä, hey, jetzt habe ich kein... Ach so, jetzt war ich auch bei Chairs. Warte mal. Genau, so ein. Hier. Dann hier noch ein bisschen rotieren. Ich glaube, wir verkaufen den großen Buch wieder und nehmen einfach so einen kleinen Kaffeetisch. Oh Gott, Junge. Was soll das? So. Okay, dann verkaufen wir den einfach wieder, oder? Ja, tut mir leid. Okay, ja, wir brauchen jetzt nochmal so einen kleinen Tisch. Weil man isst hier wahrscheinlich dann bei uns im Hotel unten. Der Hotelküche. Ey, ist schön, oder? Würdet ihr buchen, oder? Schreibt es unten in die Kommentare, ob ihr hier einziehen würdet. Also einziehen halt. Das Zimmer mieten würdet. Und wenn ja, für wie lange? Teppich brauchen wir eigentlich nicht, weil der Boden ist ja ein Teppich, lol. Vorhänge, okay. Was gibt's hier denn? Okay, ich würde tatsächlich irgendwie sowas nehmen. Aber die sind teuer. Naja, scheiß drauf. Muss ja auch nicht jeder reinsehen hier. Ah, und hier gibt es sowas wie Regale noch. Ja, aber Regale sehen scheiße aus. Warte mal. Ja, dann sieht sowas doch schon viel besser aus. Gibt es aber auch noch sowas wie einen Schrank? Ah ja. Okay, weil ich würde... Oh Gott. Ich würde nämlich hier circa so einmal zwei Schränke platzieren. Guck, warte mal, der ist ein bisschen zu weit vorne. Nein, jetzt habe ich die verkauft. So, ganz nach hinten. Perfekt. Genau, natürlich auch noch ein paar Pflanzen natürlich, Mehrzahl. Okay, was gibt es hier für geile Pflanzen? Es gibt nicht so viele geile. Was ist das denn, Alter? Okay, hier könnten wir eine hinstellen. Und hier in die Ecke vielleicht noch so ein Kaktus. Entertainment. Natürlich so ein Hotel. Fernseher, ist natürlich wichtig. Eigentlich könnten wir so eine Musikbox
auch noch hinstellen. Auf den Fernseher. Geht das? Ist ja geil. Okay, was brauchen wir noch? Lampen. Okay, erstmal so genau. Das finde ich immer so, fand ich immer so geil bei den Hotels. Ja, aber dann wir machen es so, sozusagen eine Leselampe. Okay, wir brauchen natürlich auch noch so einen Kronleuchter, einen riesigen. ich würde tatsächlich wirklich einfach den nehmen. Ja, und dann hier im Gang vielleicht noch einen. Ach, und im Badezimmer, stimmt, das müssen wir auch noch einrichten. Was habe ich denn jetzt gekauft? Ja, keine Ahnung. Aber im Badezimmer sowas, irgendwie ein bisschen was Moderneres. Brauchen wir so Dekorationen? Vielleicht so ein Heftchen hier. Ja, Buch, eine Shisha. Alles klar. Kerzen, nee, wieso Kerzen? Oh. Was ist das denn, Alter? Keine Ahnung. Okay, nee, brauchen wir alles nicht. Bilder? Brauchen wir... Oh, ein Spiegel wäre halt... Oh Gott. Okay, erstmal noch ein schönes Bild. Und dann... Alter. Hier noch so ein Spiegel. Gibt es nicht einen großen Spiegel so? Nee, okay, dann nicht. Okay, jetzt Badezimmer. Okay, ich würde sicher mal erstmal eine Dusche. Wir müssen erstmal für das nötige Dingseln, ja, gucken. Eine Kloschüssel. Die ist ja übel klein, Alter. Naja, was soll's. Oh, okay, Badezimmer. Einfach mal so ein Ding. Okay, komm, wir nehmen trotzdem mal noch so einen Bathtub. So, okay, was gibt's hier noch? Hier Standing Decorations. Brauchen die das? Ne, das Einzige, was doch immer hat, sind so zwei Gläser und Seife. Oh, das sollte eigentlich nicht runterfallen. Das sollte hier hin. So. Ja, ich glaube, das reicht. Boah, Deck. Oh, klar. Toilettenpapier. Dann hier noch so ein Handtuch. Wichtig ist auch noch, dass man... warte mal. Dass man hier so eine Heizung hat. Heizung, Alter. Schönes Zimmer. Ja, und jetzt, wenn ich fertig bin, muss ich... And day skills. Oh, man kann es... Ach so, available soon. Okay, schade. ja, wie viel wollen wir für das Zimmer verlangen, Alter? Ja, 50. Okay, dann kommst du mal hier rein und du. Okay, apply changes. Ja, und jetzt? Ach so, oh Gott, ich muss das... Ich habe ja da... Oh Gott. Warte mal, ich muss mal ganz kurz noch ein bisschen was machen, was da noch an der Seite steht. Okay, ich muss trotzdem einen Tisch machen, den platziere ich jetzt einfach mal hier. Alter, so lost, Junge. Okay, dann noch ein paar Chairs. Die kommen dann auch hier ran. Okay, dann müssen wir jetzt kurz die Pflanze hier nochmal so ein bisschen umstellen. So ein weiß, so schön ist natürlich noch eine Lampe. Aber wisst ihr was? Ich glaube, die hier hat Style. Einfach so am Boden. Okay, Wall Decorations noch ein bisschen was. Das ist aber kein Ding. Wir können hier einfach noch ein bisschen Kunst nehmen, Alter. Ja, diese Papagei. Das sieht doch geil aus. Alter, wir haben 5000 für dieses Zimmer ausgegeben. Das habe ich ja schon gemacht. Ach so, okay. Hier muss ich auch noch ein Storage hinbauen. Okay, warte, dann mache ich das alles mal auch noch. Okay, das hier finde ich passt. Okay, Bath Accessoires. Okay, dann machen wir hier mal noch das hier rein. Und hier noch das hier. Und dann noch das hier. Ja, reicht. Okay, wir brauchen hier auch noch eine Wall Lamp. Okay, dann machen wir hier einfach mal... Ja, wo machen wir hier eine hin? Einfach über dem Waschbecken. Perfekt. Okay, sind wir durch? Ah, jetzt funktioniert es auch. Okay, ja, bitte. Habe ich nicht gern gemacht, Alter. Alter, jetzt wollen die noch ein Sofa. Wollt ihr mich verarschen? Ja, meine Gäste sind mir aber eigentlich scheißegal. Ne, eigentlich ja nicht. Eigentlich müssen wir jetzt davon leben, Alter. Leute, mein Job wurde gekündigt. Ich muss jetzt hier irgendwie ein Hotel einrichten, Alter. Okay, dann kommt hier noch so eine Pflanze drauf. Und hier drüben auch noch so eine Palme. So, reicht das jetzt, Alter? Ich habe auch noch ganz viele andere Räume zu tun. Ja, take cash. Wie viel haben wir bekommen? 100. Wow. Ja, wir haben einen Stern. LOL. Leute, wir haben einen Stern. Okay, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Hotel Renovator Simulator. Keine Ahnung, Alter. See you later. Das war gerade die übelste... Junge. Alter, halt die Fresse. War es das schon? Werde ich... Ich hab schon auf der Wishlist, aber das war schon das Spiel? Was? Ja, okay, Leute, auf jeden Fall war es mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Michael, get up and get ready for school. No, I don't wanna go, no. Please, Mama, don't make me go.